Eine Ziege grast auf einer kreisförmigen Wiese mit Radius groß L. Sie ist an einer Kordel angeleint, deren anderes Ende an einem Pfahl befestigt ist, der im Zentrum der Weide steht. Frage: Wie lang muss die Kordel sein, damit die Ziege nur ein Viertel der Wiesenfläche abgrast? Wir stellen zuerst diese Situation so dar. Das hier ist die kreisförmige Weide mit Radius groß R und hier ist die Kordel, an der die Ziege befestigt ist, nennen wir ihre Länge klein r. Was gefragt wird ist, wie groß muss klein r sein, damit der Flächeninhalt von diesem Magentakreis genau ein Viertel vom Flächeninhalt von diesem grünen Kreis ist. Der Flächeninhalt von diesem Magenta-Kreis, der wird berechnet durch Pi mal klein r hoch 2. Und dieser Flächeninhalt soll genau ein Viertel vom Flächeninhalt des großen Kreises sein, das heißt von Pi groß r im Quadrat. Hier können wir beidseitig durch Pi kürzen. So bleibt klein r im Quadrat gleich ein Viertel mal groß R im Quadrat. Ein Viertel mal groß R im Quadrat können wir auch so schreiben, das Quadrat von groß R geteilt durch 2, weil 2 im Quadrat ja 4 macht. Also muss klein r genau die Hälfte von groß R sein. Die richtige Endantwort auf die gestellte Frage ist also B.